Hi, herzlich willkommen hier in dem Video. Heute geht es um Verantwortung. Wieso es das meistkorrumpierteste Wort der deutschen Sprache ist und was du damit tun kannst. Ich habe, seit ich ganz klein bin, immer sehr viel Verantwortung für andere Menschen gehabt und ich habe Schwierigkeiten, mich um mich selber zu kümmern. Das macht mich depressiv und handlungsunfähig. Ich kriege Neurodermitis davon. Vielleicht hast du ein paar Ideen dazu. Amadeo. Ja, Amadeo, danke für deinen Kommentar. Auf Basis dieses Kommentars würde ich jetzt gerne einmal ein Video dazu machen. Ich bin sicher, dass es dir helfen wird. Ich möchte aber so ein bisschen ausholen. Und zwar möchte ich das Gesamtthema Verantwortung etwas genauer beleuchten, weil ich persönlich finde, dass es eines der meistkorrumpiertesten Wörter der deutschen Sprache ist. Weil keiner hat so wirklich einen Plan davon, was Verantwortung überhaupt bedeutet. Ein großes verbreitetes Missverständnis ist leider, dass wer Verantwortung für eine Situation übernimmt, auch gleich eine potenzielle Schuld auf seine Schultern lädt. Und das ist nicht so. Um dir das genauer zu verdeutlichen, möchte ich einmal erklären, was es bedeutet, wenn du keine Verantwortung für eine Situation übernimmst, was passiert, wenn du Verantwortung übernimmst für eine Situation, was du tun kannst, wenn du Verantwortung übernimmst und wie die Situation ausgehen kann, wenn du eine Verantwortung übernimmst. Nun, lass uns das Ganze ganz praktisch machen. Und zwar stell dir einfach vor, wir haben jetzt Winter, du befindest dich mitten in einer Schneeballschlacht, ja? Und du siehst schon einen Schneeball, der fliegt auf deinen Kopf zu. Nun, gehen wir mal davon aus, dass du dich jetzt entscheidest dafür, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, du entscheidest dich, ich übernehme für die gesamte Situation, in der ich mich gerade befinde, Verantwortung. Der Schneeball kommt. Jetzt hast du einige Möglichkeiten offen. Du kannst jetzt zum Beispiel, du kannst versuchen, dich zu ducken, ja? Du kannst versuchen, den Schneeball aus der Luft zu fangen mit der Hand. Du kannst auch versuchen, einfach da stehen zu bleiben, in der Hoffnung, ja, dass der Schneeball dich nicht trifft. Vielleicht hast du einen guten Blickwinkel und siehst, dass der Schneeball dich nicht trifft und du kannst stehen bleiben. Was aber letztlich aus dieser Situation passiert, weißt du nicht. Weil du kannst es vorhersehen, aber du kannst eine Situation in keiner Situation mit Sicherheit sagen, was passieren wird. Dafür sind einfach viel zu viele Variablen. Und ob das, was dann passieren wird, tatsächlich immer zu 100% deine Schuld ist, wage ich zu bezweifeln. Jetzt stell dir aber vor, gleiche Situation, ein Schneeball kommt auf dich zugeflogen und du entscheidest dich einfach mal, keine Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Überhaupt nicht. Nur weil du jetzt nicht mehr beteiligt bist, heißt das aber nicht, dass du von irgendeinem Schicksal verschont wirst. Du hast nicht mal die Möglichkeit, genau zu gucken, trifft mich der Schneeball jetzt, wird er weiterfliegen, habe ich noch die Chance, mich zu ducken oder bin ich meinem Schicksal ausgeliefert, weil du einfach dir selbst das Recht nimmst, an der Situation dich zu beteiligen. Und das ist genau das, was Verantwortung letztlich ist. Verantwortung ist die Bereitschaft, auf eine Situation zu antworten, also Verantwortung für eine Situation. Das hat nichts mit Schuld zu tun, ja? Nun, wenn du dir jetzt sagst, du fühlst dich depressiv, du fühlst dich handlungsunfähig, du hast vielleicht deine gewisse Imbalance, das heißt, du hast anderen mehr Verantwortung zugesprochen und dir weniger, dann lade ich dich selber einfach mal ein, das Ganze für dich auseinander zu pflücken, das Thema, ja? Und wirklich mal zu gucken, was bedeutet es eigentlich, verantwortlich zu sein? Was bedeutet es, nicht verantwortlich zu sein? Was ist mein Handlungsraum, den ich habe? Und was könnte letztlich passieren? Ja, wie kann die Situation ausgehen? Du kannst dir das sehr effektiv machen, indem du dir einfach einen Stift nimmst, ein Papier, und dann zeichnest du eine Tabelle auf. Ja? Du zeichnest eine Tabelle einfach mit 4 Spalten. Und jetzt machst du jedes Mal, wenn dir das Thema Verantwortung begegnet,
dann sortierst du ein. Du hast also dieses spezifische Thema und jetzt sortierst du ein. Die erste Spalte ist, was passiert, wenn du keine Verantwortung übernimmst? Schreibst du drunter, was passiert dann genau? Zweite Spalte, Verantwortung übernehmen. Was passiert, wenn du für die Situation, die du gerade dir anschaust, Verantwortung übernimmst? Schreibst du drunter. Was passiert, nächste Spalte, dritte Spalte, was passiert, wenn du handeln möchtest? Welchen Handlungsspielraum hast du? Und dann letztlich die vierte Spalte, wie könnte die Situation ausgehen? Das schlüsselst du auf, sodass du wirklich in der Lage bist, dann, egal welche Themen dir begegnen, auch wirklich auseinanderzuhalten, was letztlich Verantwortung ist, was in deinem Handlungsspielraum liegt und was über den Ausgang der Situation entscheidet. Und dann wirst du sehen, vieles ist gar nicht deine Schuld. Und so etwas wie für den einen mehr Verantwortung, für den anderen weniger, gibt es in Wahrheit gar nicht. Es ist nur die Frage, bist du Teil der Lösung oder überlässt du es anderen, daran teilzuhaben? Wenn dich diese Art von Videos interessieren, wenn sie dir Inspiration geben, Mut, dann empfehle ich dir, schau doch gerne auch noch auf meiner Website vorbei. Dort findest du alle Infos zu den Arbeiten, die ich tue. Ja, ich helfe Menschen, Dinge zu tun, die sie vorher für nicht möglich halten, indem ich ihnen eine Trainingspraxis konzipiere, die ihnen hilft, eine innere Stärke zu erlangen, um wirklich die schlimmsten Lebenslagen auch zu überwinden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest einiges mitnehmen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mach's gut.